Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal ging es für mich zu den Hainern. Welchen Verein ich damit meine, erfahrt ihr nach dem Intro. Das Stadion am Böllenfalltor. Aufgrund eines Namenssponsorings offiziell Merckstadion am Böllenfalltor genannt, ist ein Fußballstadion in der hessischen Stadt Darmstadt und Heimspielstätte des SV Darmstadt 98. Das Böllenfalltor hat seinen Namen nach den Pappeln, südhessisch Bällen oder Böllen genannt. Falltore waren Lattentore, die als Zugänge zum eingezäunten Darmstädter Wald dienten. Noch heute schmücken eine Vielzahl von Pappeln den Nordrand des Stadions. Diese dürfen aber aufgrund einer Anordnung der Stadtverordnetenversammlung von 1920 nicht gefällt werden, da der Verein die Patenschaft für diese Pappeln übernommen hatte. Durch ein Namenssponsoring des Darmstädter Chemie- und Pharmaunternehmens Merck heißt das Stadion seit 2014 offiziell Merckstadion am Böllenfalltor. Für die Bundesliga-Saison 2016-2017 verzichtete das Unternehmen auf seine Namensrechte. In dieser Zeit hieß das Stadion offiziell Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor. Mit dieser Geste wollte man den 2016 verstorbenen Darmstädter Fußballfan Jonathan Heimes würdigen. Seit der Saison 2017-2018 trägt die Südtribüne den Namen Jonathan Heimes Tribüne. Im Mai 2018 verlängerte der SV Darmstadt 98 das Namenssponsoring vorzeitig bis 2024 mit einer Option auf weitere 2 Jahre. Das Stadion wurde seit dem Aufstieg in die dritte Liga 2011 mehrfach aus- und umgebaut. Der letzte Ausbau fand jetzt 2020 statt. Dabei wurde die Haupttribüne abgerissen und neu gebaut. Das Stadion hat nach dem jetzt abgeschlossenen Umbau eine Kapazität von 18.603 Plätzen. Diese sind aufgeteilt in 9.045 Sitz- sowie 9.558 Stehplätze. Die Eintrittspreise betragen aktuell zwischen 8 und 42 Euro. Das Stadion ist über verschiedene Wege zu erreichen. Wenn ihr aus Richtung Frankfurt Heidelberg-Mannheim einreist, geht es für euch über die A5 bzw. A67. Am Darmstädter Kreuz wechselt ihr auf die B627 Richtung Darmstadt Stadtmitte Stadion. Folgt dann der Ausschilderung zum Stadion bzw. Stadtmitte. Wenn ihr aus Richtung Aschaffenburg-Würzburg anreist, geht es für euch über die A3 bis zur Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost. Dort wechselt ihr auf die B26 Richtung Darmstadt. Folgt dann der Ausschilderung Richtung Darmstadt Stadtmitte bzw. Stadion. Wenn ihr aus Richtung Mainz-Wiesbaden kommt, folgt ihr der A60 bis zum Rüsselsheimer Dreieck. Dort wechselt ihr auf die A67 Richtung Darmstadt. Am Darmstädter Kreuz wechselt ihr auf die B672 Richtung Darmstadt und folgt der Beschilderung Darmstadt Stadtmitte bzw. Stadion. Für die Anreise mit der Straßenbahn könnt ihr die Linie 2 benutzen. Sie führt vom Hauptbahnhof im 15-Minuten-Takt direkt zum Stadion. Haltestelle ist hier Merckstadion. Nach einem kurzen Fußweg erreicht ihr schließlich das Stadion. Leider war es aufgrund der Baustellensituation nicht möglich, dass ich das Stadion komplett umrunden konnte. Daher hier nur ein paar kleinere Eindrücke davon. Auch das darf wieder nicht fehlen. Das Bild vom Stadionmenü. Kommen wir wieder zur Bewertung meines Besuchs. Auch hier wieder der Hinweis von mir, die Bewertung ist nur mein persönlicher Eindruck des Besuchs. Andere können und dürfen eine andere Meinung dazu haben. Los geht's. Verkehrsanbindung. Das Stadion ist gut mit dem Auto und den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Empfehlen würde ich jedoch definitiv die Anreise mit den öffentlichen. 7 von 10 Punkten. Stimmung.
Die Stimmung war sehr gut. Die Mannschaft wurde auch in der schwierigen Spielphase unterstützt. 9 von 10 Punkte. Stadionmenü. Ich hatte mir mal den Luxus gegönnt, zweimal die Bratwurst von verschiedenen Ständen zu kaufen. Grund dafür war, dass ich einen Tipp bekam, die Bratwurst wäre vom Grill wesentlich besser. Das musste ich natürlich überprüfen und ich kann das nur bestätigen. Insgesamt kann ich sagen, dass die Bratwurst gut geschmeckt hat und das Bier war auch ganz gut. Auf die Becher gibt es übrigens Pfand. 8 von 10 Punkten. Sicht. Leider gibt es auf allen Tribünen Einschränkungen durch Pfeiler für die Dachkonstruktion. Sonst ist die Sicht im Stadion gut, die Plätze befinden sich nah am Spielfeld. 8 von 10 Punkten. Stadion. Hier habe ich gemischte Gefühle. Die Haupt- und die Gegentribüne sind neu gebaut und recht hoch. Die Tribünen hinter den Toren sind recht klein. Ich weiß, dass es Gründe gab, die gegen einen kompletten Neubau sprachen. Vom Gesamtbild passt das aber irgendwie nicht so recht zusammen. Das Stadion hat sonst alles, was es braucht. 8 von 10 Punkten. Insgesamt kommt das Merckstadion am Böllenfalltor damit auf 40 von 50 möglichen Punkten und kommt im Ranking auf Platz 6. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin bleibt gesund, macht es gut, euer Stadiontester.